An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Geil. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Mit mir King Falke. Und das letzte Mal, wo wir ja kurz auf dem Friedhof mit dem Totengräber redet, hat man gehört, dass der Pater weg ist, irgendwo anders weggereist. Dann sind wir wieder zurück, dann war es 19 Uhr. Dann haben wir die persönlichen Sachen von William ja bekommen. Und dann war ja das, haben wir das Rätsel bekommen mit dem Planeten. Da haben wir dann ja die anderen, na die Sonne war ja schon, dann die neuen Planeten bekommen. Dann eigentlich auch, dann 8 Planeten. Und dann mussten wir das. Und dann haben wir den jetzt für den alten Flügel, für den Turm, Williams Schlüssel bekommen. Dann nehmen wir mal in seine gute Stube rein, wo das letzte Mal, bevor der Sturm ist, gewesen war. Die ganze Zeit, monatelang, da drin gewesen. Zack, auf. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Warum? Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. GG, Alter. Ja, ich will hier raus. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Oh, deine Karte. Also das war die Tür, wo ja massiv. Massive Struhe. Massive Struhe. Okay, dann nehmen wir mal zu Massive. Der Deckel ist abgeschlossen. Hm. Okay. Karten. Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Ja, das hat man ja mitgekriegt mit den Planeten, mit das Rätsel, wo man die neuen Planeten entdecken muss, beziehungsweise, ach, weil die Sonne ja schon da gewesen war. Das ist, Sonne ja nicht, okay, neu. Sonne ist ja kein Planet. Ha! Kann man wohl noch anklicken. Alte Karten? Dafür habe ich im Moment kein Interesse. Okay. Eine Truhe, noch eine Truhe. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht. Okay. Ein Schachbrett. Hat doch ja eine Schach gespielt, ja stimmt, hat er ja uns erzählt. Der schwarze Turm fehlt. Okay, aber jetzt kann man nicht mal anklicken. Wo ist der aus dem Fenster gefallen? Ah, aus dieses hier oder was? Hier ist dann Sekretär. Und jetzt Sekretär angucken. Da steht der schwarze Turm. Wir haben den schwarzen Turm, aber mit der schwarze Turm. Und den können wir ja nicht zurücksetzen. Was sagt denn? Hallo? Hallo? Was sagt denn er dazu? Was? Kleines Messer. Lol. Okay. GG. Schriftrollen. Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Hm. Ja, da waren seine Hochblätter. Da waren Schlüssel diesmal. Oh, was ist denn das? Schmuckkasten. Da war dann kein Schmuckkasten. Gut. Das ist so eine Spieluhr. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Okay, und die hat er ja eingepackt. Und dann kannst du so. Oder so. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Okay. Puh. Das ist aber, steht da immer noch Schmuckkasten, das ist eine Spieluhr. Und sonst noch? Nö.
Haben wir das rausgeholt? Schublade. Die ist hoch offen. Schublade. Buch. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Okay. Dann musst du das mal näher ansehen. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Oh. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Kleiner Schlüssel? Das ist ja wohl nicht mehr weiter drin. Das Blatt Papier interessiert den auch nicht. Kann man jetzt mit dem kleinen Schlüssel irgendeine Truhe öffnen? Oh, damit. Nichts. Nix. Und der? Ah, da hat er gepasst. Mal reinlucken. Gucken, Cookie. Globus. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Für seine Astrologie, oder? Das ist aber nicht Astrologie, ne? Der hat Aufzeichnungen gemacht über Karten und so. Ja, da ist noch eine seltsame Kugel. Das sagt er nicht. Fühlt sich kalt an. Weil immer Kugeln, nicht Plastik. Na, wenn die aus Stein oder so sind, sind immer kalt. Sie fühlt sich merkwürdig an. Sie fühlt sich merkwürdig. Okay. Und sonst noch haben wir eigentlich den Schlüssel? Ne, den hat er jetzt wieder weggeschmissen. Oder der steckt eigentlich hier drin. Wo haben denn nicht angezeichnet? Warte mal, das Messer. Kann man da vielleicht das hier aufmachen? Ne. Die Tür? Oh, da macht er was. Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Geschafft. Wir sind wieder draußen. Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen. Okay. Aber wie kriege ich denn den Schlüssel? Das. Die Truhe auf. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Oh, da macht er was. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Geil. Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen, so schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein.
Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüsse. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der vierte Schlüssel ging an Dirkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den 4 Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir,
als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. Oh, okay. Oh, das ist mein Tagebuch. Das. Okay, hoffentlich, was passiert. Aber die Truhe. Sehr viel. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Ich hatte aber sehr viel geschrieben, aber leider, wenn das hier. Seltsames Objekt, der Onyx mich hier gefunden. Was ist das? Papierfetzen? Ah, okay. Ich weiß wieder mit die Tinte. Das ist geil, was hier steht. Der Weg zum Schlüssel. Boah, ich kann nochmal die Schrift, die alte Schrift nicht lesen zur Bibliothek mit. Und dann mit blauer Vorhang. Blauer Vorhang. Der ungeschriebenen Worte. Das ist geil mit dem Tintenfass. Das ist richtig geil. Geile Bezeichnung dafür. Wo kann man jetzt hin? Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Gut. Zum Glück machen wir doch nicht auf mich. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Oha. Mein Kopf. Eine Mumiefalle. Leute, steht da wieder. Also, Mumiefalle steht wieder. GG. Können wir weitermachen. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hat recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Wieder im Bett drin, da lag so plötzlich. Oh. Kapitel 2. Zurück ins Licht. Also mit zurück. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates?
Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden. Nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Oh, ja. Noch ein Mord passiert. Oha. Oder wieder ein Mord. Oder ein Unfall. Ja, William. Mal schauen. Und es regnet. Ein Tag später und es regnet. Okay, kein normalen Regen, sondern mit Gewitter. Aber leider war schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat es wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wiedersehen!